In dieser Episode vom Online-Lehrgang Fahrtechnik Coach Next Level geht es um was, das könnte für manche von euch schon quasi klar sein, so ist das. Aber ich habe das schon oft mitbekommen, dass es da verschiedene Ansätze, verschiedene Meinungen gibt. Und ich wiederhole es nochmal, natürlich gibt es da nicht die eine Wahrheit, wo jemand sagt, das ist jetzt richtig so, so erklärt man das, so ist das inhaltlich. Aber es gibt natürlich biomechanische und physikalische Grundlagen, die sind einfach da. Die kann man nicht wegdiskutieren, das ist Wissenschaft, das ist Naturwissenschaft. Und da möchte ich euch ein paar Grundlagen geben. Ich orientiere mich da an den internationalen Standards. Natürlich werdet ihr das auch im deutschsprachigen Raum ähnlich kennen. Meine Erfahrung als Trainer im Kontakt mit den Endkunden, mit den Teilnehmern, dass da immer noch sehr viel alte Theorien, alte Sachen vorherrschen oder sehr spezielle. Und das, was im internationalen Raum Standard ist, noch nicht hundertprozentig angekommen ist. Deswegen der rote Faden, die Dinge, die sich quasi durch die ganzen Kurse und durch die ganze Thematik durchzieht, möchte ich euch mehrere geben und mit denen könnt ihr dann noch arbeiten. Vielleicht fallen euch ja noch andere ein, die für euch sehr wichtig sind. Rote Fäden ist so gemeint, etwas, was ihr den Teilnehmern während der Camps, während der Kurse auch immer wieder in Erinnerung rufen könnt, sei es jetzt in Bildern oder in einzelnen Stichpunkten und was einfach die Grundlage ausmacht für ein entspanntes, sauberes Fahren oder je nachdem auch für andere Leute, die besonders schnell fahren wollen. Da wir den merken, darauf baut alles auf. Und ein roter Faden, ich habe das jetzt bewusst nicht numerisch geordnet nach 1, 2, 3, was ist das Wichtigste, sondern einfach ein roter Faden ist natürlich der zentrale Stand ausbalanciert mit beiden Füßen auf den Pedalen. Das Körpergewicht auf den Füßen, auf den Pedalen, 100%. 100%, ich schreibe das nochmal, damit ihr das nochmal hier habt, 100% auf den Füßen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Also, keine Ahnung, Nose Wheelie, Stoppy, bei der Traktionskontrolle. Es kann Ausnahmen geben, aber primär habt ihr das Körpergewicht, haben die Teilnehmer, wenn du selber fährst, wirst du es auch spüren, das Gewicht ausbalanciert auf beiden Pedalen und daraus ergeben sich, wenn da eine Baustelle ist, ganz viele Folgewirkungen, die wieder Fehlerbilder verursachen. Ich habe direkt ein Bild für euch und zwar, das verwende ich ganz gerne, das ist die sogenannte Eiswaffel. Und zwar die Eiswaffel ist der Griff, beide Griffe vom Fahrrad. Und wenn ihr mit Bildern gerne arbeitet, ist ein schönes Bild die Eiswaffel, weil die Leute, die Druck am Lenker haben, das ist sehr häufig, auf den Lenker auch Körpergewicht, nicht nur auf den Pedalen, die machen ihre Eiswaffel kaputt. Und man kann immer spielerisch fragen, was macht deine Eiswaffel? Wenn du das kommuniziert hast, was du damit meinst, dass die Leute nicht sagen, hä, was meint ihr jetzt mit Eiswaffel? Die werden sofort sagen, ah shit, die ist jetzt kaputt gegangen gerade in dem steilen Stück, weil das Gewicht auch auf dem Lenker war und nicht nur auf den Füßen. Also dieser rote Faden hat natürlich wieder mehrere Folgenwirkungen und zwar, wenn du das den Leuten auch erklärst, wie gesagt, du kannst auch den Teilnehmern nicht nur das Wie, also das machst du jetzt und so, spür das mal, mach das mal, guck mal, wie ich das mache, sondern auch das Warum. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig und zwar gibt es diese sogenannte Körper-Bike-Trennung. Körper-Bike-Trennung. Das heißt, ich schreibe es mal für euch nochmal auf, ich habe das quasi übersetzt von Bike and Body Separation. Das ist im Englischsprachigen das Wort, also wenn ihr auch gerne englischsprachige Tutorials guckt. Da geht es darum, dass ich das Fahrrad unter einem bewegen kann. Das kann in verschiedene Richtungen gehen, aber ich kann euch ja mal ein Beispiel sagen, wenn ihr einen extrem guten Fahrer erstmal seht, der springt da, macht einen Whip und das sieht alles geil aus, dann denkt man kurz, wow, der ist mit dem Rad eine Einheit. Wie der das macht, die sind zusammengewachsen, schon auf die Welt gekommen. Ja? Wenn du dann deinen Fahrstil, gerade jetzt bei World Cup-Fahrern, Downhill oder so, wo es auch ruppig ist, mal genau siehst, dann wirst du sehen, es ist genau andersrum. Das Bike und der Körper sind nämlich getrennt. Ich mache euch das jetzt mal hier vor. Dazu kommen natürlich noch Fahraufnahmen, wo ihr das sehen könnt. Und zwar, so beim normalen Fahren über den Trail, wo jetzt ein paar Wurzeln kommen, da ist es in diese Richtung, dass ihr merkt, wenn das Körpergewicht auf den Füßen steht, die Ferse hängt, da komme ich gleich noch drauf zu, und die Eiswaffel schön locker ist, man hat den Griff in der Hand, dann wird das Rad sich unter euch bewegen. Dip, 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 dip.
Der Torso, der Körper bleibt ruhig, der Mittelpunkt des Körpers und die Gliedmaßen, die Arme und Beine sind in Bewegung und lassen das Bike machen. Das Rad will über den Felsen drüber, dip, dip, ihr lasst es machen. Es kommt eine Stahlstufe, das Fahrrad will runter, das Vorderrad in die Stahlstufe, ihr lasst euer Vorderrad runter. Und diese Körper-Bike-Trennung wird sich durch ganz viele Themen in der Fahrtechnik durchziehen wie ein roter Faden. Schaut da mal genau hin, wo sich das Rad in einen Reit bewegt, unter einem bewegt und dass man nicht starr eine Einheit ist. Da werdet ihr sofort merken, wenn der Helm wackelt, wenn die Leute Passagier werden, hat die Körper-Bike-Trennung noch nicht funktioniert. Natürlich, was roter Faden ist in der Fahrtechnik, wird auch ein roter Faden hier in diesem Online-Lehrgang sein. Das heißt, du wirst es nicht das letzte Mal hören. Körper-Bike-Trennung, beispielsweise auch beim Kurvenfahren, anders als zum Beispiel Rennradfahrer, die dann als Einheit mit dem Rad in die Kurve sich legen, auf Asphalt, wo sie viel Grip haben. Bei Mountainbikern oft, dass durch die Körperrotation das Rad mit in die Kurve kippt und das Rad dann mehr geneigt ist als der Mensch. Das heißt, dieses Pilot statt Passagier-Feeling und da gehört diese Bike-Körpertrennung ganz, ganz existenziell dazu. Das Kartenhaus ist natürlich fragil und steht und fällt mit manchen existenziellen Dingen beim roten Faden. Und ihr werdet es merken, die hängende Ferse, so, das unterstreiche ich mal, seht ihr hier die hängende Ferse, manch einer sagt auch die lässige Ferse, ja, damit nochmal betont, das heißt nicht, dass man die Ferse runterdrückt, sondern dass man sie hängen hat, je nachdem, was das Fußgelenk halt preisgibt, probiert es selber und ich habe jetzt bewusst den Singular, die hängende Ferse, wenn man ganz entspannt so ein Easy Trail runterfährt, dann ist natürlich in der Regel so, dass auch beide Fersen hängen, weil es entspannt die Muskulatur, man hat diesen natürlichen Stoßdämpfer am Fußgelenk, es hat ein paar Vorteile, aber je wurzeliger, verblockter oder so weiter es wird, desto mehr verändert sich das, so dass die vordere Ferse hängen bleibt, weil die Hindernisse, die beim Mountainbiken kommen, kommen ja von vorne und dann hat man da so eine Gegenkraft. Ihr werdet merken, jemand, der die Ferse oben hat, neigt viel mehr dazu, dieses Gefühl nach vorne gestoßen zu werden, zu haben. Das wirst du auch bei den Teilnehmern erkennen. Im Fehlerbild beim Bewegungssehen achte wirklich mal drauf, wie viel steht und fällt mit der hängenden Ferse. Betone aber bitte, dass sie hängt und dass sie nicht runtergedrückt wird. Und die vordere Ferse hängt dann natürlich schön. Und dann ist es oft so, dass bei Sprüngen zum Beispiel geht auch die Ferse hoch, wenn man eingespannt ist in die Pedale. Die hintere Ferse geht häufiger hoch, intuitiv, zum Beispiel wenn es verblockt wird, weil wenn die vordere Ferse hängt und die hintere Ferse geht so ein bisschen hoch, kann man wieder eingespannt sein als Flat-Pedal-Fahrer, dann hat man quasi so eine Einspannung in das Fahrrad und hat nicht das Problem, dass man die Pedale im ruppigen Untergrund verliert. Aus diesen bisher genannten roten Fäden resultiert natürlich dieses Gefühl, ich bin Pilotin und nicht Passagier. Das war das zentrale Stehen auf beiden Füßen, das war das Thema, dass man das Rad unter sich arbeiten lässt, die Bike-Körpertrennung und die hängende Ferse, die da ganz wichtig bei ist, damit die Eiswaffel überlebt. Du weißt, was ich meine. Und natürlich, jetzt bei vielen Themen, auch ein roter Faden, ist natürlich der vorausschauende Blick. Vorausschauende Blick. Ich mache jetzt mal ganz groß Blick. Ob es jetzt das Kurvenfahren ist, ob es das Scannen des Trails ist für eine Linienwahl. Das variiert. Manche gehen uns an den Sekunden, man soll mehrere Sekunden nach vorne schauen, manche in Metern. Man muss das selber intuitiv für sich rausfinden. Aber das kannst du für deine Teilnehmer natürlich auch als roter Faden immer wieder aufnehmen. Der vorausschauende Blick. Oft auch eine gute Korrektur. Das gehört auf jeden Fall mit beim roten Faden dazu. Das waren vier rote Fäden, die sich durch die Kurse, durch die Fahrtechnik ziehen. Fehlt jetzt inhaltlich auf die Fahrtechnik bezogen und einmal für euch ganz wichtig in roter Farbe. Play. Für dich als Trainer, für dich als Fahrer oder Fahrerin, der noch oder die noch besser werden will. Spielen. Das ist ein roter Faden, um besser zu werden und den Kurs besser aufzubauen, dass die Leute Spaß haben und wie natürlich in der Kindheit oder so in der Natur spielen gehen. Für mich deswegen jetzt unabhängig vom Inhaltlichen, was die Fahrtechnik angeht, ein roter Faden. Lasst die Leute spielen und geht selber spielen.